Der Anzeigenhauptmeister. Was ist denn damit? Der Anzeigenhauptmeister zeigt sie alle an. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. Weil er leidenschaftlich gerne... Polizvieh? Was für Polizvieh? Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres... Polizvieh? Was? Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er im sachsen-anhaltischen Gräfenhainichen auf Streife. Da vorne haben wir einen ersten Treffer. Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade Fußgänger... Da vorne haben wir einen ersten Treffer. Was ist das? Was für da haben wir einen ersten Treffer? Was ist mit ihm los? In der losen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis ausgemacht. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Aber in der ganzen Stadt ist nichts los, Junge, in Finsterdorf. Wo bist du denn? Was, wen behindert der denn? Wo denn? Was denn, wo denn? Kein einziger Mensch ist auf der Straße unterwegs. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts gelaufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Warum machen Sie das? Können Sie es mal erklären? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehr... Oh, no joke, das Auto bin ich mal gefahren, ne, Freunde. Lange Zeit. Warum machen... Wirklich, das ist ein Mitsubishi Colt. Ich bin den gefahren. Viele Jahre bin ich Mitsubishi Colt dieses Auto gefahren. Viele, viele Jahre. Weil meine Oma dieses Auto gefahren ist und meine Oma ist verstorben und ich bin dieses Auto dann weitergefahren. Viele, viele, viele Jahre. Und es ist aber wirklich eine tolle Erinnerung. Machen Sie das? Können Sie es mal erklären? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende denken sie, es kommt kein Ordnungsamt, aber dann kommen halt Leute wie ich. Oder mit Fahrradhelm, Alter. Das sind mir die Liebsten, bleib. Junge, bleib mit Fahrradhelm. Richtig festgeschnürt am Nacko, Alter. Alles zu. Dass du den Abdruck noch siehst, dass die Leute auch abends noch sehen, wenn du abends nach Hause hast, die Mutti sieht, hast du den Helm auch angehabt. Hör auf, Alter. Zu meiner Zeit gab es das alles nicht. Es gab es nicht. Es gab auch beim Skifahren, hat er keinen Helm an. Meine Mutter hier, drauf. Mach Vogelfau, mach Pizza. Mach die Pizza da unten und auf die Fresse. Gott, alles gut, lag kein Stein, der lebt. Gut. Meine Grundeinstellung heute ist eine andere. Aber da haben wir damals gedacht, ach, guck mal da. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, guck mal, guck mal. Yeah. Reinhold, guck mal. Der André aus der ersten Reihe vorne. Aus der ersten Reihe in unserer Klasse. Guck mal, mit Fahrradhelm. So war es bei uns. So war es früher. Nein, aber heutzutage ist natürlich gut. Der Verstoß kostet 70 Euro. War so. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. So, und dann vergebe ich noch ein Aktenzeichen. Das ist in dem Fall OAV 327-24. Ja, Farbe, Silber. Standort wird automatisch erfasst. Und dann Vergehen. Wähle ich halt aus Fußgängerzone, kann ich eingeben. Dieser Verstoß. Die parkten auf dem Gehweg, auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg, auf dem Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs. Sag mal, ist er Polizist oder warum kann der sich einloggen in der App? Macht er Ausbildung? Bereich einer Fußgängerzone, der durch Zeichen 239, 240, 241 oder 242.1 gesperrt war und behinderten dadurch andere. Tatzeit wird automatisch erkannt, 12.54 Uhr festgestellt. Die Anzeige geht um 13 Uhr raus, also gebe ich 13 Uhr ein. Das Timing stimmt. Die Anzeige ist gerade raus. Da kommt der Fahrer. Drecksau, Alter. Anpetzer-App. Der kann, jeder von uns kann die App. Ne? Bruder, weißt du, was ich mir immer denke? Was ist mit den Leuten? Wenn die, weißt du, du siehst ja manchmal in der Stadt oben aus dem Fenster eine. Ey! Nimm dein Müll mit, ich hab's gesehen! Hier, da, was ist da? Viel zu laut, die Karre! Ich hab ja nichts gemacht. Quäl doch deinen Mann! Quäl doch deinen Mann! Ist das Ihr Fahrzeug? Ja, ich fahre direkt. Ja, das parkt in der Fußgängerzone. Ja, da muss ich doch. Die Frau ist in Ende Urlaub, in der Post und so. Aha. Ich bin da weg. Ja, da hätte man aber auch auf dem Kirchplatz parken können. Ja. Ja. Bruder, aber wie alt ist er? Wo kommt das her, dass du auch so selbstbewusst da stehst? Weißt du, was ich meine? Gerade den Hauptschulabschluss gemacht und stolz sitzen. Der hat Ihnen jetzt schon ein Knöllchen gegeben. Wie finden Sie das? Hab ich Pech gehabt. Ja, aber er denkt, das ist ein Offizieller, ne? Er denkt, das ist ja, der darf. Der wirkt ja so, wie wenn er darf. In seinem Dress, in seinem Ding. Weiß ich doch nicht, wie die Leute vom Ordnungsamt heute aussehen. Jeden Tag ein anderer, wisst ihr so. Der, in einer Stadt sehen die so, aus einer so. Das gibt's doch gar nicht. Hm.
Krieg ich dann Post, oder? Ich denke mal vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt muss dann gucken, was es draus macht. Okay. Also da sind die Ordnungsämter unterschiedlich. Manche versenden Knöllchen, manche nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel die zu tun haben. Alles klar. Hm. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Bruder, aber falsche Uniform. Müllabfuhr. Warum Müllabfuhr? Was hat Niklas? Wenn dann richtig. Dann auch in der Polizeiuniform auch mal mal Risiko gehen. Oben das Blaulicht noch auf den Helm. Auch mal, warum Müllabfuhr? Wieso kommst du, wie wenn du gelbe Tonne gleich holst? Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er ein ambitioniertes Projekt vor sich. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Was? Und damit kommen Sie ins Guinness-Buch der Rekorde? Kann sein, zumindest Deutscher. Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als Erster verbracht habe. Ja. So muss Weihnachten sein. Heute trage ich meinen heiligen Schein. Wer dabei ist, lässt. Pass auf, was du sagst. Was ist das für ein Typ? Das kann doch nicht echt sein. Der freut sich noch. Das ist die Leistung. Das ist eine Leistung. Dafür wärst du bei uns damals verkloppt worden. Vom allerfeinsten Rheinauer Ring bei unserer Stadt. Pegasus-Fahrrad. Pegasus hatte ich auch mal vom Praktiker. Die günstigen für 200 Euro. Heute sorgt er zunächst in seiner Heimatstadt für Ordnung. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4000 Anzeigen geschrieben. Was? Wie viele Tage hat's ja? Wie viele Tage hat's ja? Macht der, das gibt's gar nicht. Wie viele Anzeigen sind es am Tag? 10? Bei so viel Engagement drücken wir bei diesem Verstoß gegen die Vorfahrtsregel mal beide Augen zu. Der nächste Fall. In der Gartenstraße steht ein Auto rechtswidrig vor einer Dönerbude. Der muss ja Provision kriegen. Das kann ja nicht sein. Der muss ja sich da was ziehen. Das geht ja nicht. Von was lebt er denn? Wie kann er denn? Wie zahlt er denn seine Miete? Von was lebt er denn? Oder schreibt er am Vermieter auch, ist er da auch irgendwie in Clinch und sagt, pass auf, ich zahle hier nicht. Wenn du nicht hier bald unten die eine Fliese da ist ein Eck abgebrochen. Wie, von was lebt er denn? Ist das Ihr Auto? Ja. Der parkt auf dem Gehweg. Ich habe gerade ihm Ware gebracht. Bruder, einen Döner holt der Mann, was? Lass ihm einen Döner, der bringt Ware. Isst noch einen Sucuk, schnell. Machen gleich mit. Ja. Die also glauben, der ist ein Offizieller. Halten dürfen sie auch hier. Ein- und ausladen. Wisst ihr, was ich meine? Halten dürfen sie auch hier. Hier geht nicht, ist verboten. Das ist ein Gehweg, darf man nicht. Hier genau, dürfen gleich, sie halten. Gleich weg. Solange wie es beim Halten bleibt, wären das 55 Euro. Ja. Niklas, mach 40. Einer kommt. Der ist schon so bekannt. Stell dir vor, irgendwann einer kommt. Mach 40. Komm, Niklas. Auf Hand. Auf Hand. App zu. App schließ. Mach 40. Wahrscheinlich schon passiert. Wahrscheinlich schon passiert. Und dann kommt von mir die Anzeige. Und dann kriegst du von mir die Anzeige rein. Das sag ich dir, Niki. Jetzt drücken sie aber ein Auge zu, oder? Nee. Grundsätzlich nicht. Nee. Nee. Also muss er das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Wie finden Sie das? Aber ich habe nicht ganz nachgelesen. Das ist vielleicht gerade 10 Minuten, noch nicht mal 10 Minuten. Ich kann auch meine Ware zeigen. Hier ist mein Laden, ich bringe meine Ware, ich lade auf und dann mache ich so und dann bringe ich zu meinem Parkplatz mein Auto. Wenn er nicht wüsste, wie reagiert er, wenn er nicht wüsste, die einzelnen Chat, wenn ihr glaubt, die gehen davon aus, das ist ein Offizieller. Wenn mich einer so anspricht, würde ich niemals denken, das ist ein Unbefugter. Dann wird die Lage dynamisch. Da muss aber auch der Kameramann mal sagen. Wie heißen Sie? Ümit. Ümit, der Mann ist, lies mal Schild. Polizei, nein, lies richtig nochmal. Polizei, nein, lies noch einmal. Polizifi. Ja, Ümit, nicht echte. Was? Was? Ich habe da TikTok gesehen, dachte, das ist alles Spaß. Da ist einer, der macht TikTok. Wisst ihr, was ich meine? Macht Spaß. So, das ist eine Kunstfigur. Warum rufst du Polizei an? Was geht jetzt? Weiß ich nicht, wenn sie die Polizei... Wenn sie die Polizei haben wollen, kommen und die holen. Bist du Polizei? Bitte. Ich nicht, nee. Zu mich. Ich bin Privatperson. Wie geht das? Oh, Niklas, nee, ich nicht. Jetzt aber, Niklas, jetzt aber! Jetzt haben wir dich! Jetzt weiter. Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Warte. Genau. Für Niklas reine Routine. Denn allein in der 11.000 Einwohnerstadt hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Von Kollegen, von Menschen wie du und ich. 65.000 Mark. Ich schwöre, mich hatte aber, wenn er jetzt sagt, und davon wurde ein Spielplatz gebaut. Okay.
mit 902 Falschparkern oder 903 so. Ja. Und jetzt haben wir übrigens ein Parken, jetzt kostet 70 Euro und ein Punkt. Na stolz! Stolz, den Blick in die Kamera, unser Bernd Stromberg, unser Junge. Sag mal, aber da muss doch, also wenn ich bei der Polizei oder beim Ordnungsdings bin, dann denk ich doch auch, Alter, halt's Maul. Wegen dir, Alter, jetzt schon wieder hier Schriftverkehr. Die Scheiße. Ich bin froh, wenn sie alle richtig parken, Mensch. Mach einen Abgang. Ich will Häme. Ich hab hier keinen Bock. Schickt der mir die Arbeit rein. Da würde ich mich doch aufregen. Jetzt ist ganz offensichtlich kein Ein- und Ausladevorgang mehr. Dann kommt die Verstärkung. Niklas Mattei macht Meldung. Hallo, Anzeigenhauptmeister und Mattei. Nennt er sich so? Haut er das raus? Ich bin der Anzeigenhauptmeister Mattei. Der ist voller Stolz. Hey, Chat, ich sag euch, es gibt Menschen wie du und ich. Es gibt Menschen, das verstehst du nicht, warum. Warum gibt's ihn? Ich versuche immer was Gutes zu sehen, in jedem Menschen, egal was er getan hat, egal, weißt du so. Aber hier an der Stelle, das gibt's doch gar nicht. Woher kommt das mit 18 Jahren? So mit 18 Jahren, weißt du, die meisten kriegen den Mund nicht auf. Der bringt die Dinger, der steht ab, der Mann hat den Döner, das Dönermesser fast Grüße noch in der Hand. Ingolstadt. Der verarscht euch alle. Ich schwör's euch, das ist eine Verarsche. Also es geht um den Falschparker da drüben. Ich habe ihn halt erfasst und ja, wollte halt letztendlich, dass die Polizei dazu kommt, habe ich den Wunsch den jetzt erfüllt. Dann gehen wir mal zu den Herrschaften hin. Unter dem wachsamen Blick des Anzeigenhauptmeisters findet der Parkverstoß ein jähes Ende. Niklas hat aber noch ein weiteres Anliegen. Kann ich hier so lange so ein Symbolfoto vom Streifenwagen machen, so ein Befahrer? Für so? Was? So ein Symbolfoto, also so seitlich so auf dem Streifenwagen? Sie selber oder mit der Kamera? Solange ich jetzt also auf dem Foto drauf bin? Ja. Ein kurzer Schnappschuss für die private Einsatzdokumentation. Wäre der Knöllchen-Fetischist vielleicht... Flex für Instagram, Alter. Mit den Kollegen wieder ein Fall gelöst. Ich bedanke mich bei der örtlichen Behörde. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal für die gute Kooperation. Am besten kommst du mal bei uns vorbei. Meine Mutter, die erzählt dir was. Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Nee, nicht ganz. Also da steht Polizvieh. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Da habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert, was halt somit ja, nicht mal verboten ist. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich durfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesadler oder sowas, oder Sterne auf dem Arm. Fast schon traurig. Das dürfte ich nicht. Fast schon traurig. Also wirklich, also ja, das ist schon traurig. Solche Hoheitszeichen dürfte ich halt nicht verwenden, aber der Schriftzug an sich ist nicht verboten und schon gar nicht, wenn er halt abgeändert ist. Der Anzeigenhauptmeister ist unterwegs zu seinem nächsten Fall. Eine Anwohnerin hat offenbar alle Fünfe gerade sein lassen. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier langlaufe, ich werde dadurch behindert. Kann ich ja mal. Hat er recht. Komm, wir müssen einfach mal, vielleicht Chat, das ist, der macht was Gutes. Dass die Behinderung verwirklicht ist, da mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Das ist die Behinderung dabei. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Willst du dir nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. Echt? Ja. Naja, wo wäre denn das Problem, das Fahrzeug auf der Straße zu parken? Wie? Jetzt kommt der mir noch mitten. Jetzt muss ich mich noch vom 18-Jährigen, was ist, der ein Geltungsbedürfnis hat, jetzt verbessert, jetzt fragt er mich noch. Wie reagierst du denn dann? Ich bin immer freundlich, Niklas. Ich bin immer freundlich, wirklich. Aber irgendwann hört's mal auf. Wie der da hinten, der kannst du doch auch. Der mal Arbeit und dann ist gut. Hab ich. Hallo, hakt's wirklich. Apropos Arbeit. Niklas macht gerade eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Trotzdem treibt er mit seinem Wochenendhobby. Ja, im medizinischen Bereich, aber als er ist das Experiment. Oder? Die testen doch an dem. Das kann doch nicht sein. Den Blutdruck von so manchem gewaltig nach oben. Mache dich ab, du Vogel. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Also mache. Ja. Ab. Jetzt stehst du auch auf dem Grundstück. Also. Ja, das ist nicht eingezäunt, darf man ja auch. An den Knöllchen verdient er nichts. Eine Beleidigung ist da schon lukrativer.
Manchmal sagt der Beschuldigte so bei der Polizei aus, ja, ich habe es nicht so gemeint, das ist noch ein eindeutiger Beweis. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz beim zuständigen Amtsgericht? Hey, der könnte so, wenn du jetzt sein Gesicht anschaust, ne, sagt ehrlich, könnte so ein netter Junge sein, weißt du so. So ein ganz normal, diese ganz normale Jugend. Ja, ich gucke gern Montana Black und wirklich, in der Schule gebe ich mir Mühe. Du könntest ein ganz normales Leben führen. Ich glaube, mit dieser ganzen Doku hast du dir keinen Gefallen getan. Wenn das alles so ist, wie es da rüberkommt, ist echt, 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 ja, was auch noch helfen würde, wäre einfach mal ein Schnuppi machen an der Vagina. Weißt du so, dass du diesen ganz normalen, mit 18 Jahren, einfach dieses, my best, my hot friends, Mom. Weißt du so, diese Gedanken, diese normalen Sachen, wo du denkst, ah, die Mutter von Benjamin, die ist schon, und dann abends mal sich, aber doch nicht, das ist doch nicht normal. Niklas! Und dann kann ich damit abkassieren. Das heißt? Naja, da gibt es vielleicht mal 50 Euro, mal 100 Euro, also so eine kleinen unteren dreistelligen Beträge. Weiter geht's. Die Nervensäge im Namen Fischermann, vielen Dank für 300 Bits. Hat einen Volkswagen im Visier. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Aber Bruder, was für Handy überhaupt? Ich will mal checken. Der parkt auf der linken. Kann ich erkennen. Linken Fahrbahnseite. Aber die anderen ja auch. Nee, die parken rechts. Und der parkt links. Na und? Also Fahrtrichtung links. Und? Die parken in Fahrtrichtung rechts, der in Fahrtrichtung links. Tatbestand Nummer 112042. Bruder, auch schön in so Seitenstraße, weißt du so, wo. Also seit 30 Jahren parken wir hier. Weißt du so, wir machen jedes Jahr einmal im Jammer mal Straßenfest auch. Wir sperren die Straße ab, interessiert keinen. Wir machen Bierbänke drauf und feiern. Das machen wir seit 30 Jahren, machen wir das so hier. Jetzt kommt der Mann mit der Müllhalde Uniform hier und versaut uns das Leben. Der sieht aus, wie wenn er gleich die Biotonne abholt. Was willst denn du? Was willst denn du? Mach dich heime. Kostet 15 Euro. Warum machen Sie das? Stört doch eigentlich niemanden. Das ist halt gegen das Gesetz. Mit den 15 Euro können Sie vielleicht im Rathaus zwei neue Glühbirnen kaufen. Ich dachte, zwei Bier trinken. Zwei Bier trinken, Mensch, im Rathaus. Auf mich! Auf mich! Bruder, zwei Glühbirnen. Als ob das Rathaus, ja, das Rathaus braucht die zwei Glühbirnen, Junge. Kaufen. Also kommt es auch der Stadtkasse zugute. Dann, kurz vor Feierabend, gibt es für Mattei noch einen Sechser im Lotto. Bei dem kommt noch dazu Parken vor einer Bordsteinabsenkung, das darf man auch nicht. Weiß das nicht mal, was ich darf und was ich nicht darf. Ihr? Wisst ihr das? Hat er das? Liest er das? Weiß er das? Hat er diese ganzen Gesetzbücher, Gesetzestexte im Kopf oder was? Ich weiß überhaupt nicht. Ich kann teilweise nicht mal die Schilder lesen. Was jetzt? Parken? Welcher Pfeil? Rechts, links? Andere Straßenseite? Was? Ich mach Learning by Doing. Komm zurück, gelber Zettel dran. Falsch, hab mich falsch entschieden. Auch nicht, wenn es die eigene ist? Rechtlich nach StVO nein. Der Grund, warum er die ganze Straße in Sippenhaft nimmt, ist einfach. Mehr oder weniger. Hier steht Verkehrszeichen 350. Verbot der Durchfahrt für alle Fahrzeuge. Heißt, die dürfen ja nicht reinfahren, demzufolge auch nicht parken. Das ist in dem Fall Parken in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250 gesperrt war. Bilanz der dreistündigen Streife: 12 Anzeigen wegen Falschparkens. Davon kann die. 3 Stunden 12 Anzeigen? Von unschuldigen Bürgern, weißt du so. Gerade nach Hause gekommen, machen alles schon immer so. Kommt der vorbei? Und du denkst dir, und du kriegst wahrscheinlich gar nicht mit, kommt ein Brief nach Hause. Was? Was ist denn hier passiert? Und heute sehen die Leute, dass du das warst. Niki, heute sehen das die Leute. Ein neuer Tag im Kampf um die Straßenverkehrsordnung. Für den Knöllchenjäger geht es heute von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen. Das Deutschland-Ticket macht es möglich. Sie sind ein Denunziant. Naja, gewissermaßen. Was ist ein was ist das? Seine Pupillen, Alter, der ist ready, Junge. Das ist der Jago auf Jagd. Der ist auf Jagd, Junge, der sieht alles. Ein Anschwärzer, aha, ein Anscheißer. Jawohl. Ja, aber warum? Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Kann man das denn so sagen? Wenn das halt, ist ja jemand, der alle anscheißt. Also wenn man das so aus der Perspektive betrachtet, kann man warum? Das halt schon so sehen. Also warum aber? Wäre jetzt jedenfalls nicht verkehrt. Aber in erster Linie, oder Chat, sind wir uns doch einig, wir halten doch alles, was sowas betrifft, was irgendwie ordnungswidrig, hält man immer zusammen. Es ist immer so, so kenne ich das, ich sehe einen Blitzer,
Mir kommen andere entgegen, Warnhupe. Pass auf. Das ist so kenne ich das Leben. Den finden Sie aber nicht schlimm, ne? Doch, der bereut das. Warum nicht? Naja, weil das letztendlich, was ich tue, die kommt halt der Allgemeinheit zugute. Nee. Also das schadet zwar dem Einzelnen, der Falschparker, aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Niklas, du hast doch gesehen, dass in der Straße jeder Mensch auch zwischen den Autos durchlaufen kann. Den interessiert doch keinen, ob der drum rumläuft. Man konnte doch locker durchgehen, es interessiert keinen. Es wird keiner kommen und sagen, gut, dass der Niklas hier war, dass ich hier auf dem Bordstein laufen kann. Niklas! Buxtehude, 11.30 Uhr. Was? Das ist nicht echt. Was? Warum Buxtehude? Aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Buxtehude, 11.30 Uhr. Der Helm sitzt. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz fallen dem Anschwärzer vom Dienst abgelaufene TÜV-Plaketten auf. Das bleibt nicht ungeahndet. Das haben Sie so schnell gesehen? Ja. Kennt man doch schon an der Farbe. Ja, aber gleich den nächsten. Die ist seit November. Die ist schon im Bußgeldbereich. Buxtehude scheint ein heißes Pflaster zu sein. Ja, habe ich auch gehört. Stell dir vor, Marcel da irgendwo im Fall steht irgendwo falsch. Also ich war auch schon in Gemeinden. Da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich den ersten gefunden habe. Und hier habe ich jetzt drei in den ersten 10 Minuten. Die Stadt, ein einziger Park Sündenfuhl. Genug zu tun für den informellen Mitarbeiter der Ordnungsmacht. Nach nur wenigen Metern fällt ihm ein Verstoß nach § 12 Absatz 4 StVO auf. Wäre eine geile auf, Idee, ja? Macht 55 Euro. Auf der Yard wäre mal eine Idee, was mit 7V das steht auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg darf man mit dem Kraftfahrzeug nicht fahren. Nicht halten, nicht parken, nicht draufhauen. Achso, und wer sind Sie? Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeigenhauptmeister. Bitte? Der lacht nicht mal. Völlig selbstverständlich. Und wer sind Sie? Gut, jetzt ist er mal gegen einen, jetzt ist gut. Jetzt ist spannend, weil jetzt kommt er mal gegen einen, der sagt, hä? Deutsche Anzeigenhauptmeister. Ja, super. Ja. Super! Also vom Verein, wir sind die großen Denunzianten, oder wie? Nee, den Verein kenne ich auch nicht. Ja, da sind Sie aber offensichtlich drin involviert. Ja. Er ist ein Denunziant. Fertig. Wir haben da unser Büro. Wir dürfen selbstverständlich hier kurz anhalten und Sachen da reinbringen. Das machen wir gerade in den Tisch. Und er hat nichts Besseres vor, als uns zu fotografieren, mein Recht auf Privatsphäre einzuschränken. Dann rufen Sie jetzt die Polizei, dann klären wir das. Gut, dann machen wir das natürlich. Boah, das muss einem doch hardcore unangenehm sein irgendwann. Junge, Niklas, das ist nur noch peinlich. Hallo, können Sie bitte... Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, sicher. Können Sie bitte einen Streifenwagen schicken? Hier gibt es Streitigkeiten mit einem Falschparker, den ich halt als Privatperson erfasst habe. Und der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und da hätte gerne die Polizei dazu. Das ist folgendes Problem. Wir räumen gerade in unserem Büro ein paar Tische aus und ein. Und jetzt kommt dieser Vogel hier an und fotografiert hier offensichtlich sämtliche Autos hier an der Straße. Und hat hier vorne an seinem Fahrrad so eine Bezeichnung Polizifei. Also nicht ganz. Er sieht so ein bisschen danach. Nicht ganz, ja. Muss man auch korrekt sein. Da bin ich auf Niklas Seite. Ja, aber dann guck mal richtig hin, Mensch. Da steht nicht Polizifi, da steht auch nicht Polizifista, da steht Polizfi. Bitte, also jetzt aber! Was ist das, ob er so tut, als ob er Polizist wäre? Deutscher Anzeigenhauptmeister. Der Betroffene ist Rechtsanwalt, aber über die Auslegung von Recht und Gesetz herrscht Uneinigkeit. Darf der das? Warum haben Sie das da dran? Das ist scherzhaft. Scherzhaft. Aber das, was Sie hier das machen. Das hat den Namen nicht zu tun. Aber das, was Sie hier machen, Sie, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie das nicht scherzhaft meinen. Das nicht. Aber das meine aber ich das ist wieder scherzhaft. Da ja. Müssen wir uns jetzt aussuchen, was Sie scherzhaft meinen und was das nicht. Das schildert der Name. Nein, ich glaube, dass Sie sich hier ein Amt anmaßen, was Sie nicht haben. Aber das kann ja gleich die Polizei klären. Da kommt sie schon. Doch. Mein Kleiner, jetzt pass mal auf hier mal. Sie machen mir das Reifenblatt, ja. Weil jetzt ist mein Spiel aus hier mit deinem Scheiß. Ich komme hier runtergefahren, wir waren gerade im McDrive drin. Rückwärts wieder raus, wegen deinem Scheiß. Auch die echten Beamten sind offenbar nicht richtig zu erkennen. Ruhig. Meint zumindest der Polizist. Das Kennzeichen ist aber dreckig. Was? Was ist das denn das sein? Die kriege ich auch noch. Ey, der verarscht uns, ich schwör dir. Der Mann ist, der denkt in einer ganz anderen Sphäre. Der hat so weit gedacht, dass er das macht,
dass er damit bekannt wird und geht bald auf Bühnenprogramm. Und erzählt diese Stories, was er gemacht hat und wie er die Leute alle verarscht hat. Das kann nicht sein, das kann nicht echt sein. Das ist einfach grenzgenial schon. Das ist grenzgenial. Wie die Kamera, da läuft von Spiegel TV und er sagt, oh, das ist ein Humorlevel, das haben wir alle nicht. Der muss von Böhmermann sein. Ja, das ist der Kommentar. Das Kennzeichen müssen die auch mal sauber machen. Das Kennzeichen wäre schön, wenn sie das mal sauber machen würden. Wenn das irgendwann nicht mehr lesbar ist. Ach, die Polizei soll die Kennzeichen sauber machen. Ja, müssen sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es noch dreckiger wird, dann kostet das irgendwann auch mal 5 Euro. Wie er auch mit, weißt du was das Geile ist? Die Situation, wie er mit ihm auch darüber diskutiert und hofft auf Einsicht auch von ihm. Ja, aber das müssen sie mal sauber machen. Der ist ja so tief drin mit seinem Pegasus-Fahrrad, ey. 629 Euro, doch nicht so billig. 629 Euro. Wenn das irgendwann nicht mehr lesbar ist, kostet die Polizei soll die Kennzeichen sauber machen. Ja, müssen sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es noch dreckiger wird, dann kostet das irgendwann auch mal 5 Euro. Das ist ein selbst kreiertes Wort. Also wer da meint, dass es tatsächlich echt ist. Das steht auch nicht Polizei. Nee. Ist das keine Amtsanmaßung? Überhaupt nicht. Ach ja, und falls du mal auf der Wache... Wenn da ein Polizist kommt, sagen wir mal ganz ehrlich. So, wahrscheinlich ist die erste Reaktion, du hörst davon, denkst dir, der Bekloppte wieder. Die haben ja gar keinen Bock auf sowas. Die haben überhaupt gar keinen Bock. Und dann siehst du den und denkst dir, der Junge, der will halt spielen. Überhaupt nicht. Ach ja, und falls du mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn sie es irgendwann mal sauber machen. Also, muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Wenn sie mal Zeit haben. Zeit zum Putzen haben die Beamten ja, jetzt wo Mattei ihre Arbeit macht. Bruder, das gibt's nicht. Ist ja in den ganzen Doku-Serien, heißt ja mittlerweile, die Aliens sind schon lange bei uns gelandet. Die gucken, die versuchen den Planet zu retten. Ist er vom Planeten Magma? Nur vor Gott hat er Angst. Selbst bei Gott hätte er was auslösen, aber in deiner weißen Kutte sind aber Flecken. Guck mal ein bisschen danach, ne? Die Leute wollen hier, du musst scheinen. Mach mal, guck mal, wenn du abends wieder auf der Wolke sitzt. Guck mal, also. Und den Bart mal wieder ein bisschen stutzen hier an der Seite. Ja, weiter jetzt. Hase und Igel in Buxtehude. Und auch Meister Petze ist immer schon da. Also, die dürfen ja nicht stehen. Das Auto von Memo. Ist doch Memo im Café. Hier ist der Memo. Also die dürfen ja nicht stehen. Und der noch dazu auf dem Gehweg. Macht wie viel? Mit Behinderung 70 Euro und ein Punkt. Ganz ehrlich, ich will mal von euch wissen. Was ist euer Gefühl, wenn ihr so jemanden seht? Was löst es in euch aus? Kann irgendeiner Mord... Haben wir eine Telefonnummer, wirklich? Diese Mailbox steht momentan nicht zur Verfügung. Die mache ich aus. Hör mal den Scheiß nicht an, wenn sich hier einer beschweren. Hat der Schicht gerade? Ist der draußen? Der pennt schon? Kann auch sein. Der hat eine abgelaufene TÜV-Plakette. Warte, nochmal gucken, nochmal reinkommen. Und der noch dazu auf dem Gehweg. Macht wie viel? Mit Behinderung 70 Euro und ein Punkt. Und der hat eine abgelaufene TÜV-Plakette. Seiner Passion geht er schon seit 3 Jahren nach. Da kommt was zusammen. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Was? Und wieso krieg ich keinen Award? Wieso krieg ich keine Ehrung? Das Einzige, was, glaube ich, er sich erhofft, ist, er kriegt es irgendwann durch die Polizei, bei der er wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch arbeiten will. Wieso ist er im medizinischen Bereich? Weißt du, was ich meine? Der will, das gibt's doch nicht. Der hofft doch, dass er irgendwann das als Gehalt zurückzieht oder was. Das ist ja fast mein Hoverboard. Ja, und das hat eine Menge Geld. Mit 4.247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Guck auf sein Gesicht. Er ist halt... Wenn dieses Kennzeichen, ich bin ja Psychologe, verstehst du? Ich sehe das ja. Wenn einer so schon erzählt, weißt du? So. Nur im letzten Jahr. Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Wo bleibt der Applaus? Das ist Anerkennung für ihn. Jeder Psychologe wird euch das sagen. Das soll mal irgendeiner, Trimax Bruder,
soll das mal machen. Der soll das mal analysieren. Der ist unglaublich, innerlich unglaublich stolz. Einfach ganz normal. So, was in ihm vorgeht. Vielleicht öffnet er sich mir. So, viele Menschen haben sich schon vor mir geöffnet. Vor allem Frauen, ne? Aber für letztes Jahr, also für 2022 habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her. Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail. Eine mit 7 Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zugepackt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind 6. Ja. Bruder Niklas, ich schwöre dir, du bist nur das Original, wenn du dieses Billigband von Ikea mitnimmst. Das muss es sein. Das ist schon zu professionell. Du musst dieses Ikea-Band und dann 2 aneinander mit Tesa. Erst dann nehme ich dich wirklich für ernst und für voll. Diese Billigbänder aus Papier, das ist zu gut. Das ist zu gut. Du musst auch Niklas bleiben ein bisschen, ne? Also die 7 Meter gehen in dem Fall... Kreide auch dabei. Hier, ja. Ja, und die 7 Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Das habe ich jetzt vermessen. Und da steht halt drinnen. Genau. Aber muss der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben? Muss er nicht, da muss er halt nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Da ist er wieder! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Unser Niklas! Ja, genau. Und was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Also das geht ca. 1 Meter im absoluten Haltverbot. Genau. Weißt du, die Leute gehen arbeiten, weißt du, so 1400 netto kriegt der raus. Weißt du, guck mal, vom Auto her, der hat 2 Kinder. Verstehst du? Die Frau macht einen Haushalt, kümmert sich um Kinder, Elternzeit. So, also 120 Euro, Niklas. Und dann hast du noch die Kreide von damals aus der 9. Klasse mitgenommen, du Arschloch. Ich mach Komiker. Vielen Dank, Niklas. Ruf mich nochmal an. Sonst gibt kleine es eine Spaß, Anzeige kleiner wegen Spaß. Belästigung. Nicht ernst gemeint. Kleiner Spaß. Da bin ich, ist gerade was durch mich durchgegangen, da haben mich die Pferde geritten. Kleiner Spaß. Bruder, wenn da eine Anzeige kommt, hoffentlich öffentliche Verhandlung dann. Ich komm rein, hinter der Scheibe stehe ich. In der Scheibe, im Kasten. Hinten die 8. Ja. Niklas, so, wenn ich hinten, ja, Niklas, so, 460 Euro, 10 Tagessätze, 46 Euro, so ist es im Strafgesetzbuch, euer Ehren. Ich stehe hinter, oh, jawohl, Niklas, jawohl. Das ist ca. 1 Meter. Ist das nicht ein bisschen... Oder die Leute, die vorbeilaufen, denken, ach, guck mal, der Kleine da, was malst du, eine Sonne? Wird's ein Haus? Ach, guck mal, der Kleine. Guck mal, Erik, guck mal. Straßenkreide haben wir dir doch auch gekauft letztes Jahr. Haben wir auch letztes Jahr gekauft. Kleinlich jetzt? Ja. Das ist ca. 1 Meter. Ist das nicht ein bisschen kleinlich jetzt? Ja. Aber Gesetz ist halt Gesetz. Wenn da steht 7 Meter, dann steht da 7 Meter und nicht 6 Meter. Ist auch egal, ob da jetzt hier so eine Pflastersteine sind. Das, was hat denn der jetzt falsch gemacht? Ich höre dich genau, da? Zügel deine Wortwahl. Vielen Dank für den Dreier. Das ist aber heute, sagen wir mal, bei dem Umsatz, den du machst, momentan für Recklinghausen alleine, 60.000, schätze ich mal, im letzten Jahr, ein bisschen geizig, gerade Anzeigenhauptmeister hier mit 6 Mark reinzukommen. Zeig doch mal, wer die Umsatzmaschine ist vom deutschen Staat. Zeig doch mal, dass du die Nummer 1 bist, Anzeige. Was hat der jetzt falsch gemacht? Könnt ihr mir das mal erklären? Also das könnte ich sein, der da parkt. Hier ist der Bordstein. Was ist daran jetzt falsch? Also da steht ca. 1 Meter im absoluten Haltverbot. Genau. Weil er 1 Meter hinten rausguckt? Du Idiot, dann park doch richtig. Das muss doch irgendwann mal, als Niklas 6, 7, 8 Jahre alt war, muss es doch irgend so ein Erlebnis gegeben haben, dass der Vater sich unheimlich aufgeregt hat, weil er mit Rüdiger, dem Nachbarn, weil dem seine Hecke zu hoch gewachsen ist, dass der Kleine daneben stand... Papa ja, da hält mal auf den Sack, der Rüdiger, das Arschloch. Seit die hier hingezogen sind, fast ihr füllt die Kakerlaken hier bei uns drinnen, der Wichser. Mach mal den Fenster auf. Das muss doch, irgendwas ist doch da gewesen. Da war, oh, sowas war. Das ist ca. 1 Meter. Ist das nicht ein bisschen kleinlich jetzt? Ja, aber Gesetz ist halt Gesetz. Ich würde gerne wissen, wenn der das jetzt in seine App reinhaut, wisst ihr, was ich meine? In seine App. Und die Leute gucken das Foto an. Ich glaube nicht, dass das alles durchgeht, oder? Dass die Polizei auch sagt, bitte, nein, das ist okay. Oder? Weiß man sowas?
Ich rufe mal gleich. Wie ist die Nummer? 110. Wenn da steht 7 Meter, dann steht da 7 Meter und nicht 6 Meter. Ist auch egal, ob da jetzt hier so eine Pflastersteine sind, das spielt keine Rolle. Das Schild geht. Und das Schild sagt, das absolute Haltverbot geht nicht bis dahin, sondern bis dahin. Und somit steht da einen Meter im absoluten Haltverbot. Jetzt noch schnell eine abgelaufene Parkscheibe aufschreiben. Ja, da ist 12 Uhr angekommen. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Jetzt gibt es noch eine Wendung hier in dem Fall. Wenn er sich jetzt, da zeige ich mich mal selber an. Da muss ich mich selber jetzt kurz anzeigen. Doch, ein Kratzer. Nein! Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Also ruft er die Polizei. Dieses Mal in eigener Sache. Hallo. Ich hatte angerufen. Verrückte Welt in Buxtehude. Martha wird wegen einer Ordnungswidrigkeit belehrt. Und zwar von einer echten Polizistin. Weil Sie den Fehler gemacht haben, haben Sie die Ordnungswidrigkeit begangen. Das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, die Belehrung. Das liegt wieder für 5 gegiftetes Absatz. Selbst in der Rolle des Täters. Der Anzeigenhauptmeister lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist ja umgefallen. Also. Genau, weil Sie müssen dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfallen kann. Das ist Abstand. Sie sind verantwortlich dafür. Der Verstoß, der kostet 35 Euro. Sie können das hier vor Ort zugeben. Ich könnte Sie, wenn Sie eine EC-Karte dabei haben, hier vor Ort bezahlen lassen. Ansonsten würde ich das an den Landkreis schicken und Sie bekommen Post. Machen Sie an den Landkreis? Ich schwöre euch, wahre Geschichte. Fahrer fährt mich, ich weiß nicht, zu irgendeiner Show, holt mich zu Hause ab, fährt los. Wir kommen an, Raststätte. Ja komm, wir gehen McDonald's. Ich sage, okay, ich liege hinten drin. So, auf einmal, die getönte Scheiben in dem Bus, auf einmal, rums, rums. Ich denke mir, what the fuck, ich habe noch von links so ein Auto gesehen. Ich bleibe im Auto, also ich regel das kurz. Steigt aus. Und das waren anscheinend so, die absichtlich hinterm LKW gewartet haben. Bam, ich höre nur. Ne? Ich höre nur im Hintergrund, ich höre nur. Wir sind zu zweit, du bist alleine. Bla, 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 bla. Ich merke so, wie mein Fahrer da in die Bedrängnis kommt. Ich steige aus. Komm außen, die stehen links. Rechts ist die Tür, ich laufe ums Auto. Ich sag, wir sind auch zu zweit. Wo kommt der denn her? Ich sag, ja, ich bin auch da. Ich bin die ganze Zeit im Auto. Ich höre, was ihr erzählt, dass ihr meinen Fahrer hier bedrängen wollt und sowas. Ich höre das, ne? So, dann, wir rufen Polizei. Ich sag dem Fahrer, pass auf, mach doch nicht rum. Ruf Polizei. So. Die fangen an zu diskutieren. Ja, hast du Kollege gerufen, der kommt mit Auto, bla, bla, bla. Die waren ganz komische Nummer. So ganz komische Nummer. Wir rufen Polizei an, sagt die Polizei. Ruft die Polizei richtig frech. Für sowas kommen wir nicht mehr. Ich sag, was? Bei dem kommen die. Bei mir sagt die Polizei, für sowas kommen wir nicht mehr. Wir müssen da selber unter euch irgendwie die Versicherung regeln. Wir kommen nicht mehr. Die sind nicht gekommen. Wir kommen nicht für wie so kleinen Unfall. Das dachte ich auch, ey, das ist gar nicht mehr heutzutage so. Wann habt ihr das letzte Mal Polizei gerufen für einen kleinen Unfall oder irgendwie so einen Schaden? In den meisten Fällen kommen die gar nicht. Also das war das, was ich erlebt habe. Sicherheitshalber nochmal die Parkzeit beim Unfallopfer überprüfen. Vielleicht hätte der ja gar nicht hier stehen dürfen. Ja. 2. Bilanz des Tages: 27 angezeigte Ordnungswidrigkeiten. Kleiner Service-Tipp zum Ende: Niklas Mattheis nächstes Ziel ist Passau. Sind Leute aus Passau hier? Lieber Niklas Mattheis, ich weiß, oder wenn ich den Namen falsch ausspreche, ich würde gerne mal einfach mit dir ein ganz normales Gespräch führen, weil mich interessiert, was in dir, hinter der Kulisse, hinter dir als Mensch so steckt. Also, wenn du Lust hast, sehr gerne, einfach nur, weil ich diese Art von Mensch, ich hatte noch nie Berührung zu dieser Art von Mensch, ich will mal wissen, was da so, wie es so in dir aussieht. Also trau dich ruhig, wahrscheinlich hast du keinen Bock oder sowas, aber ich glaube, du bist ja kein Schlechter. Er ist ja kein Schlechter, wisst ihr, was ich meine, Chat? Er macht die Tätigkeit, die er nachgeht, er hat ein Ziel, aber das Ziel oder das, was er da tut, ist vielleicht, sagen wir mal, für unsere Mitmenschen nicht das Schönste. Ne?